Wo bin ich denn hier? Warum stehe ich denn hier rum? Warum stehe ich hier außerhalb meiner Base? Was ist ja krass, ich bin nicht gestorben? Ihr wisst noch, wir haben ja die Base ja letztes Mal gebaut. Oder ich habe sie ja gebaut, aber trotzdem, wir waren ja zusammen. Zusammen hier? Aber wieso bin ich hier draußen? Wer hat mich gewohltätigt? Aufmach. Aber ich drücke jetzt die ganze Zeit F. Ich drücke schon wieder F. Hier ist die Türe offen. Achso, ist eigentlich Wurst. Kann hier offen bleiben. Okay. Ich hatte die Sachen irgendwo in den Bloodstalker reingequetscht oder so, ne? Kurz Nase putzen. Benny, du gibst mir nochmal Schrauben, hast du geschrieben? Was für Schrauben? Du meinst Nägel, glaube ich, ne? Richtig, wenn man alleine spielt, ist das zwar anstrengend. Nina, dankeschön. Anstrengend, aber es ist immer noch cool. Maximus, du wirst ja sehen. Guck einfach rein, wenn du gleich noch da bist. Ich muss mal ganz kurz den Chat wieder lesen, weil den habe ich jetzt gerade beim Naseputzen verpasst und jetzt muss ich gerade mal runterscrollen. Ich will ja wenigstens mitbekommen, was ihr da quatscht. Morgen 21.30 Uhr, wie immer. 21.30 Uhr. Wenn ich was früher komme, dann wirst du es ja sehen. Ihr kriegt ja die Nachrichten. Lukari, hallöchen, guten Abend. Crystal Island ist aber jetzt nicht die Karte, die man am Anfang spielen sollte. Wie viel Arc-Stunden habt ihr denn schon gespielt, Nesti? Juhu! Oh, Nadi, dankeschön. Wie kommt man auf dem Server? Dann gib doch mal Ausrufezeichen Server ein, Alpha. Da kriegst du die ganzen Nachrichten und die IP und einen Link, wie man genau auf den Server kommt. Wird auch alles erklärt, wie man drauf kommt. Ja, Revengers gibt es hier bei uns zum Beispiel in der Höhle. Direkt beim Dodel, Balbdog Basketball oder bei diesem Tokyo Drift Worldway, hallöchen. Jetzt, hallöchen, guten Abend, hallo AMD. So. Okay, sorry. Da. Sankore, danke schön, 5 Monate. Schon 5 Monate. Ja, geil, hallo Dino. Es gab schon wieder übrigens Dino. Rotes Herz. Es gab wieder ein Update für. Ah, meine Nase juckt. Ein Update für Primal Carnage. Ich muss, glaube ich, irgendwie wirklich noch mal da reingucken. Nochmal. Da wird bestimmt was. Wo habe ich den ganzen Quatsch denn hingeballert hier? Wo sind meine Klamotten? Da sind sie. Oh ja, hatte ich hier ja noch nichts wirklich Gutes. Nehme ich mal alles mit. So, was habe ich denn da genommen? Den Scheiß kann ich hier lassen. Das nehme ich, das will ich, das. Das. Knicklicht finde ich immer gut. Ach ja, die Armbrust nehme ich auch mit, weil... Achso, ich gehe mal ins TS. Ach, ich habe das ganz vergessen. Heute ist ja der Benny nicht da. Heute ist aber der Stony Boy da. Und der Stony, wenn er gleich Zeit hat, der ist gerade auf dem Metalbacker-Server. Wenn der gleich Zeit hat, dann geht's los. Also wie gesagt, ich würde jedem Anfänger nie Crystal Island empfehlen oder sowas. Ich würde sogar einem Anfänger nicht mal Ragnarok empfehlen, auch wenn das viele gemacht haben. Ich würde jedem The Island empfehlen. Jedem. The Island ist genau die Karte. Die bringt jedem erstmal langsam ins Spiel und dann danach würde ich sogar Ragnarok oder Valguero nehmen. Das sind wirklich gute Karten. Und Ihnen Dankeschön für die 100 Bitsies. Schon lass 100. Wo kommt der Sound her?
Habt ihr gerade auch einen Sound gehört? Irgendwie meine Stimme war doch gerade im Hintergrund. Warum? Frau Bär, danke schön. 7 Monate. Das ist schön, sehr schön. Oh, Dex, danke für die ganzen Dex-Heads. Ja, genau, wenn es mal ein paar Bitsis gibt oder sowas, oder Donations oder was, ihr müsst dann mal, haut mal hier irgendwas raus mit ganzen schönen, lustigen Bildern, Emotes, ist egal ja von wem. Ist doch immer schön, wenn sie da sind. Ich mach mal hier Türchen zu. Türchen zu. Ach, ich drück schon wieder auf F. F ist bei, wie heißt das Spiel? Bei Deadside ist F nutzen. So. Okay. Was? Du kannst Dinos mutieren? Das ist ja krass. Dinos mutieren. Ich muss mal ganz was Folgendes machen. Ich will ja jetzt, soll ich den Bloodstalker mitnehmen? Ich überlege gerade. Ich muss den Bloodstalker sowieso mitnehmen. Hier kann ich jetzt direkt die große Türchen aufmachen. Das ist nämlich der Bloodstalker, den ich ja geschenkt bekommen habe. Vom Luti. Jetzt habe ich gerade die Scheiße aufgehoben. Hallo? 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 Ist da wer? Nee. Okay, dann gehe ich auch gleich wieder. Tschüss. Du kannst, wenn du einen Bloodstalker brauchst, hier gibt es noch einen Bloodstalker im Lunargebiet, in unserer kleinen Mini-Base. Wenn du einen brauchst. Also ist jetzt, ich glaube, der ist von Grillin. Meine ich zumindest. Ja, meiner ist irgendwie weg. Tot anscheinend. Oder Megatherm auch. Hallo Patricia. Kann sein, dass wir zu lange nicht mehr online waren. Also ich war mir in der Base und deswegen die Tiere claimbar waren. Ja, also du weißt ja, dass unsere ganze Schneebase komplett weg ist, ne? Da ist ja nichts mehr da. Ja. Also ich war ja heute mal wieder online, habe ich gesehen, mein Dach war weg und mein Megatherium und mein Platzstocker war weg. Nein. Hier, so. Ich will doch nur hier wegporten, verdammte Hacke. Ey. Aber ja, Dex, ich habe hier 2 Basilos in meiner Base. Oh, das ist ja krass. Oh, schon wieder 3 Monate. 3 Monate. Nochmal für euch da draußen. Wir sind jetzt ganz, ganz früh frisch im Stream. Morgen gibt's wieder ein Stream. Morgen wird derzeit gespielt. Derzeit wird spielen wir gerade ein bisschen öfters. Macht ja auch gerade richtig Spaß. Und am Sonntag werden wir. Wo muss ich ganz kurz hin? Wo? Wir waren im Vulkangebiet. Zettel. Wo bist du, Zettel? Oh Gott, welcher Zettel? Wo waren wir denn da nochmal? Scheiße. Ja, Vulkan, weißt du, wo die Base ist oder was? Sonntag nochmal Adventure. Gestern und heute kamen 2 Videos von Huchel raus. Das war so ein Adventure-Rätsel-Game. Super. Ein super Game. Würde ich euch empfehlen, mal reinzugucken. Es macht so viel Spaß, dazu zu gucken. Und die ganzen Leute hatten Spaß, im Stream mitzurätseln. Ach, das kommt erst noch nicht raus. Okay. Aktiviert. Ah, du hast den Stream gesehen beim Roadmap. Ah, okay. Das sah lustig aus. Ja, aber Teile davon sind ja schon öffentlich von denen. So ist ja nicht. Was? Von den Videos. Sind schon ein paar da. Von denen, was du gerade sagtest. Ach so. Wieso? Stellt gerade jemand die Frage oder was meinst du? Nö, weil das gerade so. Hat sich gerade so formuliert angehört. Als wären die Videos noch nicht da. Ich rede gerade noch mit. Währenddessen auch noch mit Dino über. Primal Carnage, die haben ja wieder neue Map, neue Patches rausgebracht. Oh, leck das gerade. DJ, dankeschön. 2 Monate. Hallo Eule. Ich muss aber so gucken. Hier, irgendwie habe ich gerade ein paar Leute verpasst, oder? Ich glaube schon, oder? Notifahr, PG, blablabla. Milönchen ist auch da. In der Haus. In der Haus, genau, in der Haus. Ich muss mal schnell was essen. Ich bin gerade. Oh, wo kommen die ganzen T-Rexe hierher? Hat der Benny hier was gemacht? Oder hatten wir die immer schon gehabt? Ich teilte mich ins Kommentar, ich weiß es nicht. Ich tue die ganze Zeit F, um die Türen aufzumachen. Schon wieder F. Ja, aber ich habe gerade ziemlich offen, weil Datenvolumen sehr gering und das neue Internet ist noch nicht da und da will ich noch nicht zu hart auslassen. Ja, so. Klingt sich nicht. Alles gut. Ja. Aber hallo Chat, auch wenn ich euch nicht sehe.
Ich werde dir alles vorlesen. Hallo Olchen. Hallo Amitaya. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Nikeka, hallöchen. Guten Abend. Bis wann streamst du? Oh, wei, ich habe gerade erst angefangen. 1, 2, 4 Uhr morgens? 6 Uhr? Frühstückstime? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also gestern hatten wir richtig Spaß bei, wie heißt es hier, bei Deadside und ich bin um 2 Uhr gezwungenermaßen ins Bett gegangen. Gezwungenermaßen. Weil heute Morgen bin ich ja eben wieder zur Arbeit und deswegen habe ich... Ja, ich zieh mal den Grilli noch rum, der ist anscheinend da. Ah, der Grilli ist auch da, okay. Ja, da. Hallo Kyla. Hallo Krillin. Hallo Kyla, hallo Krillin. Ja, ich muss dir alle irgendwie alles vorlesen. Wo seid ihr gerade unterwegs? Ich habe nur gesehen im... Ich bin jetzt gerade bei mir zu Hause, aber ich werde jetzt gleich zum Stony gehen, ins Ocean-Gebiet. Aha. Apropos Ocean-Gebiet, ich war da gewesen und habe die Tiere mal in die Kryo-Kapsel reingepackt. Das Problem ist nur, einer von den Kryopods war ein totes Tier drin, ich weiß nicht welches. Und wo sind die Kryo-Kapseln? Die jetzt mit dir sind? Die sind im Kryo-Kühlschrank. Bei euch jetzt, oder? Ja, genau, im Nava-Gebiet. Ich bin jetzt die ganze Zeit am Suchen, ey, wo die sind. Weißt du das eigentlich? Ja, es war keine online gewesen. Ich hab die erstmal sicherheitshalber reingepackt, bevor die ganz sterben. Nee, ich hab's gesehen. Nee, es lag daran, ich hatte vorher noch ein bisschen unterwegs, auf den Server zu gucken, ob alles in Ordnung ist, ein Spectator. Ich dachte schon, ich hätte ein Inventar gehabt und alles. Ich dachte, ich hätte die jetzt verloren. Ich suche die ganze Zeit. Nee, schon. Ich hab's ja erst mit Sicherheit gebracht. Wäre auch sonst ein bisschen schade um die Basilos, wenn wir jetzt schon so lange nachgesucht haben und die dann einfach sterben, weil Zeit zu Ende. Nee, das hatte ich heute schon gesehen. In Österreich ist heute Feiertag. In Italien auch, Deutschland auch, ne? Ich glaube. Überall. Weiß ich nicht, überall kann ich nicht sagen, aber ich denke mal schon. Ich brauche jetzt wenigstens noch eine Hose. Hammer war wieder nichts hier, wa? Nichts hier, Hammer. Hammer dat. Das Einloggen war heute auf jeden Fall gefährlich. Wir hatten 120er Magma direkt vor der Tür. Oh. Also als ich bei der Base war, bei euch war nichts los. Ja, doch, alles schön. Okay, der Spawn war jetzt auch gerade gut. Warum? Direkt vor der Tür quasi steht wieder ein Magma, Level 44. Bei mir oder wo? Ich bin ja auch gerade hier. Unser Feuergebiet. Okay. Da wurde ich gerade gegrillt. Ich bin gerade gespawnt und hab direkt nur noch Feuerball auf mich zufliegen sehen. Du stellst dich aber auch was an. Ich zieh heute Leggings an. Bin ich heute schon dreimal verkugelt worden. Boah, ich bin heute kunterbunt, laufe ich heute rum. Oh mein Gott, oh, mit Knacki hinter. Soll ich mal ganz kurz kommen und dir zu Hilfe eilen? Hier sind zwei Magma, aber relativ weit weg jetzt. Ich gehe mal ganz schnell mein Zeug schnappen und dann mache ich mal die Flocke hier. Also du bist gestorben, habe ich gar nicht mitbekommen. Der ja, ich bin gespawnt und habe nur noch einen Feuerball in mein Gesicht gesehen. Ach krass, von wem ist denn die Base? Das ist doch die Base immer noch von Elferino, oder ne? Der ist doch da oben drauf am Kraxeln, der Kollege. Ist das die Base überhaupt noch von Elferino? Boy. Ja. Der hängt fest da hinten. Ja, ich merk's. Ausnutzen. Das war der mich gegrillt hat. Den anderen mach ich auch weg hier. Oh, eine Sau. Petzo! Haha, guck mal, jetzt legt die putzt die da runter. Ja, pass auf. Pass auf, und? Ich kann ja Musik dazu machen. Dum 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 dum. Under pressure. Aber er will nicht mehr ganz runter, schade. Also die Feuerschutzrüstung ist komplett abgefackelt. Oh krass. Na. Okay. Du kannst ja was reparieren. Ja. Bei uns. War hier und da noch überall ein bisschen Futter nachfüllen. Okay, Grille, bringst du dann gleich die zwei Tusus nochmal mit? Zu Wasserbase? Eine Stoffen. Ja, Tusus sag ich, Basis. Ajo. Dann können wir nämlich gleich noch eine Tour machen. Um vielleicht noch ein Baby rauszuhauen. Ja, wir müssen, wenn wir da was zusammen machen möchten, müssen wir noch ein irgendwie Unterwassertier haben.
Jo. Ich hatte ja schöne Weibchen gefunden gerade, passend zu dem zum Kerle, der da gezähmt wurde. Wenn wir wechseln, können wir einfach noch mit den beiden losschwimmen und eine Schildkröte suchen. Du willst, genau, ich will keine große Schildkröte. Willst du wirklich die Schildkröten zähmen? Eine können wir doch machen, da können wir eine kleine Base drauf hauen und die als temporär irgendwo hin. Einfach mit. Das ist. Willst du mich wirklich dazu zwingen? Ja. Willst du mich wirklich dazu zwingen? Oh ja. Ich schieße die Krillin jetzt dafür. Mach das gerne. Was? Oh. Nee, ich habe heute nicht getanzt. Heute habe ich nicht getanzt. Wie getanzt? Wie nicht? Was? Ich singe für euch. Ich singe nichts hier. Ich würd mich niemals trauen, Queen zu singen, Freddie Mercury nachzumachen. Niemals. Das wird auch gar nicht so einfach werden bei den ganzen Stückenlagen, die der kann. Das ist super. Super. Wenn würde Dex, wenn noch zum Geburtstag noch gratulieren, der Montag ist. Hab ich schon. Metal hab ich schon. Stream meine ich. Hab ich auch schon. Haben wir auch schon. Echt? Wann? Ja. Gestern oder? Gestern haben wir gestreamt. Er hat aber nicht gestern Geburtstag gehabt. Der hatte vorgestern. Nee, nee. Dienstag. Oder Montag. Dienstag hat mein Bruder Geburtstag. Weißt du gerade rein? Ist der Metal schon da? Ich glaube, der ist nicht da. Hab ihn nicht gesehen. Hallo Fritz. Der ist jedenfalls im Teamsee. Irgendwie hat sich einer unserer Bloodstalker in den Boden reingewackt. Ich versuche ihn gerade mal. Okay, ich hab den habe ich eben hier geparkt. Ich bin da einfach so rangeflogen und der ist, glaube ich, immer noch auf Kordel. Ja, der steht noch auf Kordel. Oder? Ist er noch Ich habe ihn rausgekriegt. Okay. Dein Bloodstalker steht übrigens noch im Lunargebiet. Den müsstest du dir mal holen gehen. Wo im Lunar war das? Süden? Osten? Süden. Süden direkt, das ist ja, da kommst du direkt beim Tokyo Swift an. Okay, dann hol ich den mal eben. Weg hier. Ich will da nicht hin. Ich gehe jetzt direkt ins Dingsgebiet. Wie heißt es? Ins Oceangebiet. Fischi, hast du mit oder? Was? Die Fische sind bei euch in der Base-Dex. Achso. In der Krügelschrank. Achso, die auch. Ich hätte gedacht, die anderen Tiere alle nur. Okay, pass auf, dann gehe ich die mal kurz. Jo, ich geh mal meinen Fischi auch was holen. Den Basi meinst du? Ja. Ja, ich nehme einfach alle beide mit. Oder nimm du deinen mit, ich nehme den vom Stone mit. Oder so. Ja, noch einen Sattel. Ich habe nur einen Sattel hier. Ja, ich habe einen zweiten hergestellt. Schwachsinn. Achso, okay. Ich kann sagen, im Zweifel, ich kann jetzt auch einen lernen. Nee, ich hab ein paar Level dazu gekriegt. Basilo Weiblichter. Moment, Dex, ich hol dir mal der Kerle raus und pop den dir. Ich pack dir die einfach in den Bloodstalker rein. Wo bist du mit dem für hier, ach, hier. Da. Irgendwo ist der. Irgendwie. Warum haben wir eigentlich so viele Tiere hier rumstehen? Ja. Wo? So, du hast jetzt nur einen genommen, ne? Das ist einer, ja. Ja, ich hab den anderen in der Tasche. Hab ich den jetzt hingestellt? Hab ich den draußen stehen lassen? Ich schon. Steht der Bloodstalker jetzt wirklich dran? Hä? Da hinten steht ein Heavy, kommt. Verdammt. Porte dich bloß nicht hier, sonst nimmst du die ganzen T-Rex mit. So, okay. Storm, wo war das nochmal bei dir? Im Oceangebiet? Osten. Blöde Kuh, jetzt lass dich doch anklicken hier. Komm her! Komm schon! Aber dann komm ich auch nach Osten teleportiert, dann kann ich die Sattel direkt mitnehmen. Komm schon! Jetzt. Ocean, Osten. Teleport in Vorbereitung. Kraft Farid, 300 Wände, dann wir sehen uns dann morgen. 300 Wände craften. Aber es geht aber im Gegensatz, wenn ich hier so ein bisschen an derzeit denke, recht easy. Derzeit musst du alles klicken, Teleport klicken mit aktiviert. 300 Mal klicken. Kotzen dauert zu lange. Ja, sicher. Hoffen wir, dass ich jetzt nicht direkt wieder rechts vorne, weil ich eben auch schon das Gefühl habe. Dankeschön für die 300. Schulaf 100. Das Board ist erstmal die lebende Fackel. Vor zwei Rechsen.
bremsen. Andere Richtung. Okay, warten kurz, bis hier alles geladen ist. Huh. Oh, Stone ist auch da. Hallo. Ja, ich habe den Sattel mitgebracht. Von Basino. Okay. Richtig. Kader hat's verstanden, Raigo hat's verstanden, genau, Müllin hat's verstanden, alle mal schön, schön im Modes knallen, wenn es da mal, wenn es doch mal Bitsies oder Modes gibt. Du, jetzt haust du ab mit dem und was mach ich denn jetzt? Ein hier. Ich weiß nicht mal, wo ich ist mir eigentlich auch gesagt egal, wenn hier irgendwo ist hier irgendwo das Race hier, irgendwie das, wie heißt das hier nochmal, das Manta Race. Verdammt. Markierst du einfach. Scheiße, und werf erstmal den Basido unten rein, was dann kann ich's. Aber geht in Wasser nee, schwimmen ich, dafür. Ich lege die hier rein. Okay. Wenn ich ihn jetzt einmal auf den Boden außer sich werfe, stell mal vor. Ja. Glatsch, tot, Ende. Basilo. Dex tot. Direkt danach. Wie heißt das nochmal, das Rennen? Ist es Rennen markiert? Wie hieß das nochmal? Das hieß auch irgendwie Rave Race oder sowas, ne? Wave? Hä? Oh, Rave, nein, Bottle Noses Blitz heißt das. Hat links daneben eine Flagge, Dex. Ich glaube, Tokio Schiff war das gewesen mit der Quest, die da in der Nähe war, ne? Bottle Noses Blitz heißt die in Ocean Gebiet für. Ne, Manta Manta heißt die jetzt vielleicht oder so? Nein, die Delfin Quest heißt. Achso, nein, nein, ich meinte jetzt erstmal die Manta. Einmal den ganzen. Aber Wave 6, Wave Way 64. Ja, aber das hieß doch so, aber das gibt's nicht mehr. Guck mal nach für Flaggen. Einfach nach Flaggen. Ja, gucken. Und das heißt Manta Manta jetzt. Ja, guck. Ist ja krass. Ist das wirklich Manta? Ja. Wow, haben die das geändert? Haben sie bestimmt Ärger bekommen von Nintendo oder sowas? Aber bei mir heißt die auch noch Wish Race 64. Ja? Ja. Weiß das denn so? Ist doch voll bescheuert. Ich fand das. Ja, das weiß es so. Nintendo ist da sehr, sehr kleinlich. Die haben auch schon sehr, aber sehr viele auf Englisch Spiele heißt es ja noch so. Also da, an Nintendo liegt es nicht. Auf Englisch heißt es der immer noch gleich. So, kommt der jetzt nicht mehr aus dem Wasser bei mir raus? Nö, will nicht mehr aus dem Wasser raus. X drücken. Ach, da oben war die Base. Stimmt. Der will nicht. Der hängt hier. Hallo? Was ist, der hängt jetzt unter der Base? Huch, leck. Komm, ist 6 auf dem Server, leck das Server. Na, schlimm, ey. Muss aber sagen, die ist ein echt guter Außenbohrer hier in dem Gebiet. Also ich kann hier nichts machen mit dem, der hängt irgendwie fest. Wo bist du denn überhaupt? Auf dem Manta-Manta-Rennen. Ach, bist du schon da? Ja, es hängt total fest. Der hängt hier irgendwie. Steig mal ab und steig nochmal auf. Ich habe das Gefühl, dass der nicht oben drüber ist, sondern der ist unten drunter. Egal. Hauptsache, der steht sicher. Guck mal hier, Olle. Komm hier. Helena! So, okay, ich bin mal beim Bloodstalker. Du warst jetzt wo im Gebiet? Osten. Ich warte hier noch auf dich. Osten, okay. Ich komme hin. Ah, ist das hier grell, wenn die Sonne brennt. Siehst du nix. Oh, Sweet Sion, ne? Oder wird das Sion gelesen? Weil das ist SH. Sweet Sion oder Sion? Einen guten Abend dir auch. Hallo, Thanos. Ich muss von der anderen Stelle aus porten, sonst nehme ich den anderen auch noch mit. Genau so ist das. Solange du schreibst, holt einer seinen Bronto raus, nicht dass der Dex seinen Bronto rausholt. Hast du Lust auf ein Rennen, Überlebender? Überlebender. Survivor. So, wir lecken uns jetzt erstmal nochmal einmal durch dieses Rennen und in der Hoffnung, echt ganz ehrlich, in der Hoffnung, dass ich da vielleicht irgendwie was looten kann, was steig vielleicht auf, fürs Ocean-Gebiet ganz cool wäre. Achso. Die hätten mal so ein Titanenrennen machen können, das wäre voll lustig. Oh Gott, nein. Das wäre interessant. Oder Schildkrötenrennen. Oder Arcantina-Rennen. Oh, das wär göttlich. Hä? Schildkrötenrennen wäre auf jeden Fall lustig. Wow, wann der Sprung gerade kam. Ich bin gerade durch die Wand geflogen. Boah, das leckt aber heftig, ey. Oh, ey, das leckt aber mega. Ach. Ja. Egal. Ich mag's ja, wenn geleckt wird. Ein nervtötendes Drohnentier. Ah. Doch still. Und blub. Der Hallo. Nein, ich hab das Ding verpasst. Wegen dir.
geil. Jetzt hätten nervig die Drohnen. Wo ist das Ding? Boah, ich hab das so lange nicht mehr gemantert, dass ich das gar nicht mehr weiß, wie das hier gerade geht. Ich bin gerade überall knallig gegen. Aber ich spiele gerade auf Beta, also alles gut. Passt. Passt noch. Hau rein, Überlebender! Hau rein, Überlebender! Hau rein! Hi, jetzt wurde ich angeportet. Oh, der Port ist diesmal durch. Oh, leck das! Ja, Sekunde, ich hab jetzt noch einen Elektrophoros danach. Das passt nicht. Ich gehe gerade im Stream, also... ganz ruckhaft, die Bewegung. Ja, es hampelt die ganze Zeit immer hin und her. Übrigens bei dem. Beim Race ist irgendwo so ein Basilio noch. Ich sehe noch nichts, also ist vom Laden bei mir. Ich weiß, ich war in allen Gebieten nur noch nicht. Zumindest in der Ecke da. Listro-Wettrennen ist auch geil. Oder noch besser. Wie heißt der, den Akuma ja so liebt? Moshops-Rennen, das wäre doch geil. Den kann man doch reiten jetzt. Moshops ist auch gar nicht so langsam im Vergleich. Ja. Aber den Moshops. Oder so ein paar Pac-Man mit Moshops spielen. Warum nicht? Schon, ich finde so sehr nice, dass die überhaupt so viele Minispiele mal reingebaut haben. Ich guck gerade Abwechslung. Ich guck gerade echt auf. Ja, das ist irgendwie so easy, das Rennen, finde ich. Keiner ist schneller als du. Keiner ist schneller als du? Ich bin so scheiße geflogen, gefahren, gerutscht, gedingst. Welche Platzierung? Ach, guck mal hier, ich bin doch nicht mal hier auf der Liste mit drauf. Ja. Aber krass, 106, 106 Sekunden. In deinem Radsocker ist der Basilio drin. Nein, das war das gar nicht. Ah. Auch hier bin ich nicht mit dabei. Solltest du unter Wasser sein, dafür raus. Wir reisen dann mit Basilio, ne? Kannst du machen, ich finde unter Wasser rauswerfen. Boah, ist das schlecht gewesen. War auch der Plan, also ich wollte ihn zumindest nicht an Land rauswerfen. Ich? Nö, nicht unbedingt. Giga-Weitwurf ist auch nicht schlecht, ja? Find ich auch nicht schlecht. Was hab ich hier bekommen? Ich habe einen Caprosuco-Sattel in Blau bekommen, brauche ich nicht. Megalosaurus-Sattel. Ja, den kann man ja. Caprosuco-Sattel. Will jemand einen Caprosuco-Sattel? Hm, ja. Oh, Tosoteule-Sattel habe ich bekommen. Und der ist gut. Noch ein Caprosuco-Sattel, kann ich nicht gebrauchen, Mist hier. Achso, ja. Ja, Sattel. Kommt hier diese Wasser... Ich hatte, der eine von mir hatte tatsächlich sogar schon einen Sattel. Okay, ja egal, jetzt haben wir einen zweiten. Ja, so. Falls wir noch einen nehmen, dann haben wir noch einen. Ich hätte eigentlich eher gehofft für Klamotten. Ich komm mal, wie heißt das andere Rennen nochmal, das mit den Delfinen? Battle Noses Blitz oder so. I check das auf. Endspur, Delfin. Endspurt der Delfine. Hieß das vorher auch schon in dem Lobel. Also auf Englisch heißt es Battle-Nosed Blitz. Also hier unten, okay. The question is, wo ist eigentlich die Base? Osten. Affenweitwurf? Das wäre eigentlich voll lustig gewesen. Affenweitwurf mit dem ja, Mesopithecus, genau. Auf dem Sanso oder keine Ahnung. Ja, nicht Meso ist doch kleiner. Auf was ja, levelt ihr eigentlich? Achso, andersrum. Ja, dich werfen lassen von den Affen. Das war auch cool. Hallo Gamer HD. Ich gehe einmal noch ganz kurz zu dem Delfinenrennen hier unten. Ich habe irgendwie Angst, da runter zu gehen. Ich lasse mal ganz kurz alles da, was ich verlieren kann. Was jetzt nicht wichtig ist, das brauche ich nicht, Fackel brauche ich nicht. Oh, das ist ein Moser. Was levelt ihr die Basis eigentlich immer auf Leben oder? Unterschiedlich, Leben, Damage, ein bisschen Speed. Ich habe jetzt auf 30.000 Leben gemacht, 1.000 Gewicht und dann halt ein bisschen Movement Speed und dann Rest Damage. Wie macht man nochmal die Knicklichter an sich selber pappen? Rechte Maus, das war's, glaube ich, ja? Zweimal. Ja, passt. Nee, hab ich nicht gemacht. Okay. Doch, hab ich wohl gemacht. Dankeschön für die 100 Bitsi. So, ab Hallo, Sashi. Schulaf 100 Dexi. Cobra fragt, wie weit ihr gestern gekommen seid. Ich hab mir jetzt mal auch mal wieder... Seit langem mal wieder Ark gespielt. Kleiner als drei. Ich hab jetzt eine Quest durchgezogen beim Battle auf dem Server.
Ja. Hatte mit 20 angefangen, Quests ungefähr im Schnitt. Mhm. Bin jetzt bei 76. Ah, cool. Seit gestern, seit bis heute. Aber du musst dir mal vorstellen, wie lange man dafür braucht, ne? Nein, ja. Fusi, was ist denn da los? Was ist denn da bei dir mit dem Internet los? Das ist doch doof. Genauso wie bei mir. Wenn sie Unity Media hat, dann ist das momentan leider normal. Ich habe ja auch heute die ganze Zeit Ausfälle gehabt. Sag mal, Ben, der Dragon, bist du der Trunke? Oh Gott, hier ist ein Tosoteudes beim Brennen hier unten. Was? Ja, ich hab gerade gesehen, und Mose auch. Ach, fuck. Wo bist du hingedüst, Stone? Ich musste mal eben kurz da so einen nervtötenden Hai beseitigen. Töten einfach. Ich will nur das Rennen machen. Lass mich in Ruhe. Tosoteudes, diesen Friends. Sag mal, bist du der Trunke? Bist du der Ben Pentagon? Oder nicht?